Wir zeigen euch jetzt alle Dead Drops oder auch tote Briefkästen genannt auf Al-Masra und Ashika Island im DMZ-Modus, dem Extraction-Looter-Shooter-Modus von Call of Duty. Die Dinger sind stark genervt worden diese Season. Das hat einen Grund. Und zwar sind auch die Cooldowns reduziert worden von euren versicherten Waffenslots. Das würde bedeuten, wenn ihr permanent die Dead Drops nutzen könnt, so wie in Season 1, dann wäre es so, dass ihr wirklich jede Runde mit vielleicht sogar zwei eurer versicherten Waffen reingehen könntet. Es ist immer noch möglich, wenn ihr ein gutes Management schafft, dieser Dead Drops, aber sie sind auf Al-Masra viel schwerer zu erreichen. Auf Ashika Island schon viel, viel besser. Da gibt es vier neue. Wir bewerten sie jetzt alle. Und zwar das Schlechteste zuerst. Also in der Reihenfolge von schlecht nach gut. Und denkt dran, sie wurden zwar jetzt genervt, auf Al-Masra gibt es auch nur noch 5 statt 6 und die Position ist schwer zu erreichen, aber es gibt auch einen großen Buff. Und zwar kann man jetzt Waffen in die Dead Drops reinlegen. Das ist so cool, weil dadurch, dass diese Dead Drops alle so hart umkämpft sind, kann man natürlich, wenn man sich da durchkämpft, auch Tonnen an Waffen in diese Dead Drops reinlegen und damit seinen Cooldown wieder massiv weiter reduzieren. Also, jetzt alle Dead Drops in der Reihenfolge. So, fangen wir an mit Ashika Island und zwar auf Platz Nummer 4. Der schwierigste Dead Drop ist unter der Zugi Castle und zwar kommt man da über die Wasserwege ran. Braucht ihr relativ früh für eine Quest, also den sollte man sich gut merken. Und es gibt viele Wege dahin zu kommen. Wir gehen jetzt hier einmal über den westlichen Wasserweg rein und wenn ihr dann ungefähr in der Mitte seid, aufpassen, viele Einheiten, Tier 3 schwer gepanzert, dann seht ihr bereits auf der gegenüberliegenden Seite den Dead Drop. Jetzt ist er aber sichtbar, aber nicht leicht zu erreichen. Viele Einheiten links und rechts davon. Juggernauts können hier rumlaufen, sogar 2 Juggernauts können hier rumlaufen. Also das ist wirklich allerhöchste Risikoklasse hier. Wir gucken hier aber rechts um die Ecke, dann seht ihr schon, da hinten sind auch Juggernauts, Tier 3 Einheiten und so weiter und so fort. Ziemlich übel und dasselbe auch von der Unterseite, also wenn wir von dem Süden aus kommen, auch hier über den Wasserweg, mit dem Jetski schnell reinfahren, Eskalation komplett durchrushen, ohne dass es einer reagieren kann. Aber auch hier wirklich an den Dead Drop ranzugehen und da was abzulegen, ohne sich vorher den Weg gesäubert zu haben, ist wirklich schwer. Hier seht ihr nochmal den Dead Drop. Man kann sich ganz gut merken, wenn man den markiert und ihr auf der Karte schaut, dann seht ihr die Markierung an der Zugi Castle und zwar unten links an der Ecke. Was jetzt aber viel leichter ist, wie man jetzt an diesen Dead Drop rankommt, ist der dritte Weg. Und zwar können wir von oben ran. Wir haben uns die Ecke gemerkt vom Zugi Castle, also unten rechts sozusagen die Ecke aus dem Süden heraus. Da müssen wir irgendwie hin und wenn wir da genau hingucken, da sehen wir da diesen Rahmen und dieser Rahmen führt in einen kleinen Tunnel. Ziemlich cool, man kann einfach von oben runterspringen auf diesen Rahmen. Achtung, auch hier können Juggernauts patrouillieren, Tier 3 Einheiten kurz wegmachen, Juggernauts ausweichen, sonst ein Umweg verfolgt euch. Das heißt, ihr könnt ihn rauslocken und dann wieder reingehen, je nachdem, wo der Juggernaut herkommt. Und wenn ihr dann in diese Höhle reingeht, dann geht ihr bitte links rum und könnt euch hier abseilen und kommt dann unten in der Höhle wieder raus. Und unten an der Höhle, Achtung, Schritt für Schritt vorgucken. Ihr könnt die gegnerischen Einheiten von hier unten super leicht killen, weil sie euch wirklich spät sehen. Also die KI-Einheiten sind hier wirklich leicht zu holen. Und wenn ihr dann aus dieser Höhle rauskommt und rechts rumschaut, dann kommt ihr direkt auf den Dead Drop. Das heißt, hinten dieser weitere Gang, wo die Juggernauts auch drin sein können und weitere T3-Einheiten, da kommt ihr gar nicht erst hin. Der ist sozusagen außer Reichweite. Also sehr, sehr sicher im Vergleich zumindest zu den anderen Ausgängen. Und es ist noch ein weiterer Vorteil, wenn ihr nämlich durch das Seil wieder nach oben geht, habt ihr 2 Möglichkeiten rauszugehen, rechts und links rum. Und je nachdem, wo ihr euren Weg weiter fortsetzen wollt oder wo euer Exit ist, könnt ihr euch entscheiden, den besseren Weg zu nehmen. Kommen wir nun zu Dead Drop Nummer 3 an der Beach Club und zwar besser gesagt an dem Rathaus. Dieses mondförmige Gebäude ist ein Rathaus. Und das kleine Gebäude davor, da ist unser Dead Drop und zwar zur Wasserseite hin. Ziemlich cool, ziemlich nah am Wasser dran, aber ihr seht hier schon, hier können HZ spawnen, VIPs. Es sind relativ viele Tier 2 Einheiten, Tier 1 Einheiten da. Ihr werdet also sozusagen nicht unbemerkt dahin kommen. Auch die Spieler können euch dadurch sehen. Das heißt, der Dead Drop ist zwar sehr nah am Wasser, aber ihr werdet auf jeden Fall Aufsehen erregen, ihr könnt auf gar keinen Fall dahinschleichen. Und eventuell, ja, müsst ihr euch den Weg freikämpfen. Deswegen zu Platz 2 und hier am Town Center an der Stadthalle haben wir den zweitbesten Dead Drop. Der ist zwar etwas weiter landeinwärts, könnte man meinen, ja gut, da muss ich ja viel mehr KI-Einheiten erledigen. Es ist so, dass ihr hier unglaublich viel Deckung habt. Man sieht es hier schön an jeder Ecke, an jeder Kante. Überall sind Mauern, Kisten, Häuser, Schuppen. Wahnsinn. Also hier seid ihr von überall gedeckt. Ihr könnt komplett unsichtbar, möchte ich fast schon sagen, an diesen Dead Drop rangehen. Und der Dead Drop selber ist auch nochmal gedeckt. Dadurch, dass er tiefer liegt, dadurch, dass diese Mauern um ihn herum liegen, ist es ein sehr, sehr schöner Dead Drop, der gut gesichert ist, gut zu erreichen ist. Und den solltet ihr euch auf jeden Fall abspeichern.
Platz 1, Dead Drop Ashika Island Numero Uno. Welcome. Und zwar im Wohnbereich. Sehr, 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 sehr geil. Auch hier relativ nah am Wasser. Aber das Besondere ist, es hat viele besondere Sachen. Das eine ist, wir sind einmal im Nordosten, also in einem relativ ruhigen Wohnbereich. Hier fährt mal ein Spieler vorbei. Das ist alle Jubeljahre mal gefühlt. Also hier ist wirklich wenig los, weil hier einfach keine wichtigen Sachen sind, die man machen muss. Das heißt, wir gehen einfach hier rein, springen sozusagen über diese Steinmauer und sind ja schon im Gebäude. Das muss man sich merken. Da sind halt zwei kleine Gebäude vorneweg und dahinter sind nochmal zwei etwas größere. Und dieses kleine Gebäude in der Mitte, das ist unser Dead Drop. Der ist umgeben von einem kleinen Lattenzaun und an dem Lattenzaun ist der Dead Drop. Also man kommt über die Wasserseite rein, über die Landseite. Wirklich sehr, sehr leicht. Kaum KI-Einheiten. Also eigentlich konnte ich hier unbemerkt rangehen, ohne einen Schusswechsel zu haben. Ihr seht auch hier wieder die Deckung. Das Ganze ist relativ tief gelegt. Man kommt problemlos an den Dead Drop. Der ist gesichert. Und das Coolste ist, ihr seht den Ausgang oben links. Das ist sozusagen der beste Ausgang in Ashika, weil man da sozusagen von unten an den Dead Drop rankommt. Das ist sehr, 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 sehr geil. Bevor wir jetzt zu Al-Amasa kommen, möchte ich nochmal vielen Dank sagen an den ganzen Support in letzter Zeit. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like sehr, sehr, sehr freuen. Das erleichtert unsere Arbeit ungemein. Kommen wir jetzt zu dem schlechtesten Dead Drop. Und ganz ehrlich, auf Al-Amasa sind gefühlt fast alle Dead Drops schlecht. Die sind massiv genervt worden. Es fehlt auch einer vielleicht zu vorher, also anstatt 6 nur noch 5. Und die sind alle umgeben von Horden von KIs. Absoluter Wahnsinn. Könnte auch wieder ein Vorteil sein, weil wir jetzt in den Dead Drops auch Waffen ablegen können. Also da kann man viel Cooldown generieren. Also das ist eigentlich auch sozusagen ganz cool, wenn man in ein Team reingeht. Als Solospieler absolute Hölle. Und wir sehen hier Dead Drop Nummer 6. In der Village, das ist so, in der Akbar Village, es ist so, dass man da von oben rankommen kann, also von der Nordseite. Man muss sich trotzdem den Weg durchkämpfen. Es ist wirklich schwer ranzukommen, mal sind mehr Einheiten da, manchmal weniger. Und der Dead Drop liegt mittendrin. Er liegt unten, also auch nicht im Gebäude, sondern in diesem Hof. Und da ranzukommen ist wirklich schwer. Und selbst wenn ihr rankommt, ist es noch schwerer, da wieder rauszukommen lebendig. Also dieser Dead Drop, wenn ihr da nicht unbedingt hin müsst, also es gibt wirklich keinen Grund, diesen Dead Drop zu benutzen. Das ist purer Selbstmord, vor allem als Solospieler. Es ist wirklich krass, wie sehr sie die Dead Drops genervt haben. Und ja, also diesen Dead Drop, den besuche ich nur, um mal ein Video aufzunehmen. Ansonsten würde ich selber freiwillig auch nicht hier hingehen. Das Ding ist, wenn man jetzt wirklich an diesen Dead Drop gehen möchte und wieder raus möchte, empfehle ich persönlich, über die Dächer zu gehen. Über die Dächer hat man wirklich gute Chancen, oben rumzugehen, weil die KI-Einheiten hier einen nicht folgen können. Und ihr könnt unten auch die Fahrzeuge im Blick behalten, vielleicht vom Dach oben auf dem Fahrzeug springen und direkt weiterfahren. Ihr werdet ständig unter Beschuss sein, die Einheiten werden von überall schießen, auch von der Hochebene werden sie schießen, von unten, von der City, von der Straße, von überall, also immer Platten nachlegen und dann unten direkt ins Auto rein, wenn ihr das gesichtet habt. Und losfahren. Nur so kommt ihr hier lebendig raus. Also sehr, sehr schwer reinzukommen. Noch schwerer rauszukommen. Also wirklich schlechtester Dead Drop. Kommen wir zu dem zweitschlechtesten. Und zwar haben wir hier in der Nähe von der Absturzstelle, von dem neuen abgestürzten Flugzeug, im Static Cave Komplex am Eingang, einen neuen Dead Drop. Und jetzt ist es so, auch dieser Dead Drop macht eigentlich kaum Sinn. Er ist extrem stark bewacht. Oben sehen wir die Straßensperre, oben Tier 2 Einheiten ohne Ende, Tier 3 Einheiten, unten aus dem Tunnelsystem kommen Einheiten raus. Es ist auch hier sind Schwärme an KI-Einheiten. Also es gibt wirklich keinen Grund, diesen Dead Drop zu besuchen, wenn ihr es nicht unbedingt müsst. Natürlich, wenn ihr aus den Höhlen rauskommt und die gelootet habt, im Team seid und sowieso Sachen loswerden wollt, dann ist dieser Dead Drop Gold wert. Dann könnt ihr hingehen und euch entledigen. Von da aus dann wiederum die Straßen weiterfahren. Ihr habt hier Zugriff von oben auf alle Bereiche über die Schnellstraßen. Also es ist sozusagen ein für solchen speziellen Fall ein schöner Dead Drop. Ansonsten auch hier ein Dead Drop, den wir eigentlich nicht besuchen würden. Wenn ihr hier mal rein müsst und wieder schnell raus müsst, ihr könnt einmal hinten über das Seil wieder raus oder ihr lasst ein Fahrzeug da stehen und fahrt über eine der Schnellstraßen schnell um die Ecke. Die Kurven können euch retten. Aber wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Dead Drop. Hydroelectric, der drittschlechteste, aber eigentlich auch schon ein guter. Wir sind hier auf Platz 3, also Halbzeit sozusagen, wenn wir hier mal gucken. Wir fahren hier über die Brücke und kommen dann auf diesen Dead Drop zu. Das ist eigentlich ganz cool. Zum einen ist die Brücke ganz gut sichtbar an der Hydroelectric, hier dieses gelbe Konstrukt. Dann kann man den Dead Drop nicht verfehlen, weil er uns anschaut. Er lächelt uns an, das Gebäude direkt hinter der Brücke
ist nämlich das Gebäude, an dem der Dead Drop anlegt. Und wenn man aussteigt, dann ist man schon direkt da. Hier ist es so, es sind wenig KI-Einheiten da. Die KI-Einheiten, die hier sind, sind nur Stufe 1. Also könnte man meinen, ja, ist auch ein super geiler Dead Drop. Zergehende Leere, wie man auch hier gerade im Video sieht, ist es ja gar nichts los. Ja, das ist so, aber es ist situationsabhängig. Zum einen können hier Exits sein, das heißt, ihr könnt hart umkämpfte Bereiche haben wegen den Ausgängen. Und zum anderen können hier die Bosse spawnen. Also es kann auch sehr, sehr hart sein. Deswegen kommen wir zu Platz 2. Und zwar ist das fast schon mein Lieblings-Deadrop, muss ich sagen. Und zwar das Observatorium. Das Observatorium, wir sehen hier diese kleine Auslaufzone. Viele sagen, das ist kein guter Deadrop, weil man schlecht dahin kommt. Meiner Meinung nach, über diese Auslaufzone kommt man sehr gut dran. Wichtig ist wirklich, dass man von unten rangeht. In diesem Fall haben wir jetzt Pech gehabt. Hier ist jetzt nämlich eine VIP-Einheit oben. Deswegen sind hier schwer gepanzerte Einheiten, Tier 2. Das ist normalerweise nicht so. Wir sehen, oben wird runtergeschossen. Jetzt haben wir die VIP-Einheit erledigt. Aber ja, wir überleben das Ganze mit einer Platte. Aber das Ding ist, dass normalerweise hier nicht so viel los ist. Und um euch das zu beweisen, gehen wir direkt nochmal rein. Und zwar von der anderen Seite jetzt. Von oben hier jetzt über den Tunnel. Und auch wenn man von dieser Seite aus kommt, kommt man direkt an diese Auslaufzone. Das ist so cool. Ihr seht hier die Rechtskurve, man kann aussteigen und man ist in diesem Auslaufbereich. Und auch hier wieder wichtig, von unten ranzugehen. Nicht von oben, weil oben schreckt man Einheiten auf. Da weckt man wirklich den schlafenden Kater. Also von unten rangehen und man kommt wirklich, wirklich gut ran. Vielleicht ist mal eine Einheit da, die man erledigen kann, lautlos. Ansonsten hat man da gar keine Probleme. In dem Fall ist da so sogar ein Waffenkoffer. Also es ist eine umkämpfte Zone. Dann haben wir die Fortress. Also es ist eigentlich keine gute Situation für uns hier. Und trotzdem ist es mucksmäuschenstill. Wir kommen ganz locker ran. Hinten die KI-Einheit können wir getrost ignorieren. Wir können den Deadrop ja von jeder Seite öffnen. Und ja, man kann hier auch die ganzen Waffen ablegen, wenn man Tier-1-Einheiten tötet und seine Sachen erledigen. Ich selber muss hier oft hin für eine Quest. Ihr seht, oben ist schon ein Dokument, das ich jetzt mitnehme. Schöner Deadrop. Aber die Nummer 1, der Sieger der Entrecheten, der Rächer der Entarteten, der Deadrop hier in der Albagra Fortress ist mit Abstand der Beste. Er ist so ruhig, hier sind gar keine Einheiten gefühlt, keine Gegner. Man kommt von der Wasserseite ran, von der Landseite. Man hat richtig Zeit, hier rüber zu gehen, weil man alles unter Kontrolle hat. Man kann von mehreren Aussichtspunkten aus die Situation beobachten. Und diese Einheiten, wenn denn welche da sind, sind alles Tier-1-Einheiten, ganz einfache Almas-Einheiten, wenig Verstärkungen. Es ist wirklich schön und es wird noch besser. Um den Deadrop herum sind viele Gebäude. Viele Wohngebäude, die man looten kann. Ab und zu findet man mal ein wertvolles Item. Das kann man direkt hier abgeben, wenn man unbedingt seinen Cooldown reduzieren muss. Und damit ist es immer noch nicht zu Ende. Weiter oben im Norden ist ein kleines Munitionslager. Das kann man auch noch mal ausbeuten, mit reinnehmen, die Sachen in den Deadrop oder sich ausstatten. Also 2-in-1 sozusagen. Und on top gibt es ja natürlich noch oft Exits. Man kommt hier raus oder man kann mit dem Boot zu einem weiteren Ausgang fahren. An dieser Stelle auch erstmal vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind bei 96 Kanalmitgliedern. Wahnsinn, kurz vor 100. Mal gucken, ob wir die überhaupt knacken, aber das ist schon absolut krass. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Nochmal wegen den Deadrops. Merkt euch also zuerst mal, dass ihr die Waffen jetzt abgeben könnt. Also dadurch könnt ihr massiv euren Cooldown verringern. Dann, dass die Deadrops einen Bonus geben. Also wenn ihr zum Beispiel ein Item abgebt im Wert von 15.000, dann gibt der Deadrop euch einen Bonus, dass der über den Deadrop ungefähr fast 20.000 wert ist. Es lohnt sich also immer, Items, die ihr sowieso mit rausnehmen wollt, um ihn gegen Geld oder XP einzutauschen, die in die Deadrops zu legen. Das heißt, es lohnt sich absolut, die Deadrops auswendig zu lernen, so ein bisschen in eure normalen Runden, in den Alltag mit einzubauen, dass ihr immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, Sachen in Deadrops abgeben könnt. Sehr, sehr geile Mechanik. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit den toten Briefkästen, aka Deadrops. Verabschiede mich an dieser Stelle. Sage hasta luego und hasta la vista.